jetzt was fragen. Wie lang willst du noch Trauer tragen? Alles sah auf Null, alles neu, alles andere ist vorbei. Ab heute wird wundervoll, alles auf Null, alles neu, alles andere ist vorbei. Es wird gut, es wird groß. Lucy Scherer mit dem Lied Alles auf Null von Anna Deppenbusch. Sie ist eine von 6 tollen Stimmen der Benefizgala Musical Stars auf der Freilichtbühne in Lohne. Bei der inzwischen 4. Auflage der Veranstaltung sangen auch Beatrix Reiterer, Brigitte Oelke, Andreas Bieber, Yngwie Gassoy-Romdahl und der Initiator der Veranstaltung, Florian Hingslage. 2013, als wir die erste Veranstaltung gemacht haben, war die schreckliche Flutkatastrophe hier in Deutschland. Und damals haben wir das zum Anlass genommen, mit unserer Kunst zu helfen. Weil wir einfach gedacht haben, dass das etwas ist, was es so vielleicht noch nicht gibt. Oder beziehungsweise was für uns auch einfach die schönste und für alle Beteiligten angenehmste Variante war. Und ich komme von hier. Also das heißt, ich wohne eine Stadt weiter. Hier in Lohne ist mein Kinderzimmer sozusagen. Ich habe hier damals das allererste Mal Musical gemacht, zu Schulzeiten noch. Und da lag es für mich nahe, dass ich auf jeden Fall hier das mache, weil hier bin ich vernetzt, hier kenne ich alle und alle haben mir geholfen, von vorn bis hinten, das ist bis heute so und das ist großartig. Eine der Besonderheiten dieser Veranstaltung ist, dass das Publikum ganz dicht dran ist an seinen Stars, wie Beatrix Reiterer. Sie singt das Lied Kampf dem Mann aus dem Musical Kiss Me Kate, in dem sie zuletzt die Hauptrolle spielte. Es gibt auch Nächte, ja. Das Schlimmste daran ist, dass das die Kerle auch noch wissen. Ich habe dich durchschaut, Mann. Die rund 620 Besucher zeigten sich begeistert von der Benefizgala. Ich finde ihn wunderbar, vor allen Dingen das ganze Umfeld. Das ist ja wie geschaffen für so einen Abend. Hervorragend. Es ist bewältigt. Also ich habe selten so was Schönes gesehen. Schöner Abend. Sehr schön. Ich bin den ersten Abend hier. Ich kannte das überhaupt nicht. Ich wusste immer, dass das hier stattfindet, aber es ist sehr, sehr schön. Also wirklich teilweise Gänsehaut. Der Reinerlös der Veranstaltung geht immer an einen guten Zweck. Dafür verzichten die Künstler auf einen Großteil ihrer Gage. Florian Hingslage fungiert bei den Musical Stars nicht nur als Sänger und Veranstalter, sondern auch als künstlerischer Leiter. Grundsätzlich, und das finde ich gerade macht den Charme dieser Gala aus, stelle ich jedem frei, was er singt. Das heißt, ich gebe quasi den Input zu sagen, hey, wo habt ihr Bock drauf? Schickt mir Vorschläge. Und dann schicken mir alle Kollegen Vorschläge, mehr als sie dann wirklich singen. Und ich bastle daraus einen roten Faden des Abends, eine Dramaturgie sozusagen. Weil ich nichts wichtiger finde, als dass man im Publikum sitzt und nicht ein einziges Mal zur Seite guckt und abgelenkt ist, weil irgendwas, was auf der Bühne passiert, nicht interessant ist. Hinterm Horizont ist Lohne. Neben Udo Lindenberg gab sich auch Angela Merkel die Ehre. Ich sage einfach bald, es war's, aber jetzt hast du Musical-Stars. Hinter diesen Auftritten steckte der Moderator der Veranstaltung Jörg Hammerschmidt. Er stellte auch Nicole Nordlohne den Besuchern vor. Sie ist die Vorsitzende des Elternkreises Next Generation. Der Verein ist eine Selbsthilfegruppe von Eltern mit behinderten Kindern und ihren Geschwistern. Der Verein will unter anderem dafür sorgen, dass die Kinder in der Gesellschaft auch gut akzeptiert werden. Das ist hier in Lohne total gut. Da gibt es eine große Akzeptanz für Menschen mit Behinderungen auf allen Ebenen. Aber trotzdem muss man immer noch dafür kämpfen, dass sie auch ganz normal in einem Verein tätig werden können, die Kinder, oder auf eine normale Schule gehen, all solche Dinge. Und da möchten wir auch ein bisschen Ängste abbauen und Barrieren auch abbauen. In diesem Jahr traten neben den 6 Musical-Darstellern auch der Musical-Chor aus Köln in Lohne auf. Macht uns die Angst auch stumm und bleich. Vor dem Gott, zu dem wir beten, sind wir Menschen alle gleich. Aber Florian Hingslage hat noch 2 Überraschungen für seine Lohner parat. Zum einen mit der Freilichtbühne Lohne, deren Mitglieder die Veranstaltung immer kräftig unterstützen, einen weiteren Begünstigten der Benefizgala und ein im Programmheft nicht angekündigtes Stück. Also wir werden es auf jeden Fall in die Jugendarbeit reinstecken, weil die Jugend ist schon sehr wichtig für uns, für die Bühne. Nur eine zweite Chance wird dir
Das war die zweite Überraschung. Maike Hingslage singt mit dem nicht verwandten Florian Hingslage ein Duett aus dem Stück Salt Hill der Musical AG des Gymnasium Lohne. Es war natürlich eine sehr schöne Chance für mich gewesen, auch mal zu zeigen, was ich kann. Und ich habe mich echt gefreut. Das war auch eine schöne Erfahrung. Wir hatten damals im Februar, Anfang Februar, die Uraufführung gehabt, hier auch am Gymnasium in Lohne. Und das war schon ein sehr schöner Moment, das eigene Stück, wofür man 2 Jahre lang gearbeitet hat, endlich mal auf der Bühne gesehen zu haben. Und es war schade, dass es nach diesen 2 Aufführungen schon vorbei war. Und ja, dann kam zum Glück die tolle Begegnung mit Florian Hingslage und dann kam die Idee, das doch hier nochmal aufführen zu können. Getreu dem Motto, nach der Benefizgala ist vor der Benefizgala, beginnen jetzt die Vorbereitungen für Volume 5 der Musical Stars in Lohne. Wer dann die Freilichtbühne rocken wird, steht allerdings noch nicht fest.